So, 12 Uhr bei uns hier am Forum Digitalisierung. Ja, genau, da zeigt schon jemand auf die Uhr. Wir hängen. Stimmt. Vielen Dank, dass ihr da seid und nicht zum Mittagessen gegangen seid, wie ihr alle anderen. Und das ist auch gut so. Recht habt ihr, denn es wird jetzt ganz, ganz spannend. Das Thema Kunden digital gewinnen und vor allem auch halten. So nämlich werden sie zum Platzhirsch. Und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Cindy Maser ist bei uns. Wir haben uns ja vor wenigen Wochen gesehen auf der Galabau. Du bist Gründerin von Cindy Maser Marketing-Komplizen. Cindy, und bevor wir gleich einsteigen oder anfangen mit der ersten Frage, vielleicht nochmal zwei, drei Worte zu dir und was hinter den Marketing-Komplizen steckt. Ja, also schönen guten Morgen oder gut, Mahlzeit. Cindy Maser, mein Name von den Marketing-Komplizen. Wo komme ich her? Also ich habe irgendwann mal eine Ausbildung zur gestaltungstechnischen Assistentin gemacht, habe dann Marketing studiert und habe dann ganz lange im Online-Marketing gearbeitet. Also ich habe Google Ads-Budgets verwaltet, so im Hunderttausender-Bereich pro Monat. Und habe das ganze Thema Online-Marketing, E-Mail-Marketing einfach für Unternehmen betreut und bin dann gewechselt zu jemandem, der vor allem Handwerksbetriebe dabei unterstützt, lokal sichtbar zu werden. Also ich habe bei der Macapo gearbeitet und wir haben Strategien entwickelt, wie man kleine und mittelständische Betriebe lokal vor Ort sichtbar macht, damit sie attraktiv werden für neue Mitarbeiter und neue Kunden gewinnen können. Und dort habe ich mich dann irgendwann überflüssig gemacht. Beziehungsweise habe ich gesagt, okay, so wie wir jetzt hier arbeiten, braucht es das nicht mehr und dann gehe ich meinen eigenen Weg und habe mich quasi selbstständig gemacht mit dem Thema Marketingberatung für kleine und mittelständische Unternehmen. Und meine Lieblingskunden sind tatsächlich Handwerksbetriebe, weil die was Sichtbares, Greifbares einfach herstellen und das fasziniert mich ohne Ende. So, denn jetzt machen wir doch direkt die erste Frage. Du stellst dein Konzept für unternehmerischen Erfolg auf drei Säulen. So, welche sind das und vielleicht generell mal, wie funktioniert das Konzept? Also grundsätzlich aus meiner Sicht ist ein Unternehmen erfolgreich, wenn es verstanden hat, warum es das Unternehmen gibt. Also wenn der Inhaber und Unternehmer weiß, wofür er steht, wofür er brennt und das nicht daran festmacht, dass er Geld verdienen will, sondern dass er eine klare Vision von seinem Unternehmen hat. Und wenn er diese Vision hat, weiß er in der Regel auch, für welche Kunden er gern arbeiten möchte, wie er gern arbeiten möchte, wie er sein Team führen möchte und wie er sich nach außen präsentieren möchte. Wenn das klar ist, das ist schon mal super, geht es natürlich darum, das Ganze nach außen zu tragen. Und da hängt es ganz oft, weil Marketing in vielen Handwerksbetrieben oft so eine kleine Nebensache ist. Also das macht der Chef irgendwie nebenbei mit oder das macht die Frau vom Chef oder das macht der Cousin gegebenenfalls mit. Und das ist so ein bisschen Nebensache. Und dann kann es halt nicht funktionieren. Und oftmals übernehmen Marketing auch Leute, die nicht aus dem Marketing kommen, sondern die irgendwo im Unternehmen selbst mal mitgearbeitet haben und dann in die Rolle des Marketers schlüpfen und Dinge tun. Und da sage ich immer, da kann ich ansetzen und kann sagen, okay, ich kann den Leuten helfen, ein bisschen schlauer zu werden und ein bisschen Marketing ein bisschen besser zu verstehen. Aber nicht durch endlose Schulungen, sondern einfach zu gucken, was braucht ihr denn konkret? Wo sind konkrete Fragestellungen? Um dann zu sagen, okay, da kann ich euch helfen, das kann ich euch erklären, das kann ich für euch einfach machen. Und das Dritte ist dann, ich weiß, warum es mein Unternehmen gibt, ich weiß, wofür ich stehe, ich weiß, wen ich erreichen will, ich weiß, wie Marketing funktioniert, ich habe aber keine Zeit dafür, das tatsächlich zu tun. Und da sage ich dann auch, okay, da kann ich auch helfen und kann sagen, okay, ich kenne Leute, die dabei unterstützen. Oder ich gehe halt selber mit rein und sage, okay, ein, zwei Dinge kann ich für euch tatsächlich operativ tun, beziehungsweise habe ein großes Netzwerk von Leuten, die dann die Dinge tatsächlich umsetzen können. Und das sind die drei Säulen. Und jetzt verrat uns doch mal, deswegen sind wir hier, was sind denn so aus deiner Erfahrung nach die, oder was ist der wichtigste Trend beim Thema digitale Neukundengewinnung? Also der Trend oder digitales Marketing oder digitale Neukundengewinnung, das hat eigentlich drei Themen. Das Thema KI, also dass ich Dinge mit künstlicher und Intelligenz unterstütze und einfacher mache, aber da wieder die Voraussetzung, ich muss halt wissen, was ich will, weil shit in, shit out. Also wenn ich nicht weiß, was ich die KI fragen muss, dann kann sie mir auch keine gescheite Antwort geben.
Das heißt, ich brauche ein gewisses Grundverständnis für Marketing, um KI-Tools sinnvoll nutzen zu können. Das zweite Thema ist Personalisierung. Also wir machen Marketing nicht mehr mit der Gießkanne, alles für alle und wir erzählen allen alles, sondern wir steuern unsere Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen gezielt aus auf genau das Bedürfnis und auf den Kunden, wo er gerade steht. Also wir holen die Kunden da ab, wo sie gerade stehen. Und ein dritter Trend ist vielleicht noch das Thema Customer Journey zu begleiten, also sich zu überlegen, an welchem Punkt gibt es denn quasi, habe ich denn Berührungspunkte mit meinem Kunden? Was wäre denn so eine, nimm uns mal mit, wie mache ich denn jetzt so eine, oder wie entwickelst du die Strategie für mich jetzt als Unternehmen? Wie gehe ich da vor oder wie gehst du vor? Eine Strategie zu entwickeln? Ja. Na, wie gesagt, die grundsätzliche Frage ist, meine innere Motivation zu finden und an meiner Positionierung zu arbeiten. Und was meine ich mit Positionierung? Mit Positionierung meine ich, ich muss verstehen, warum es mich gibt, was mich antreibt und in welche Richtung ich quasi mich entwickeln möchte, wohin ich wachsen möchte. Ich brauche ein klares Ziel, weil ohne ein Ziel kann ich halt auch nichts erreichen. Und das ist so der erste Punkt, also dass wir uns überlegen, wo willst du denn hin mit deinem Business? Willst du wachsen? Brauchst du neue Kunden? Willst du einfach besser werden? Willst du einfach mehr gesehen werden? Willst du den Markt, den du jetzt schon hast, durchdringen oder willst du dir einen neuen Markt erschließen? Also was ist so, wo willst du hin? Und dann guckt man halt, okay, was brauche ich denn dafür? Und dann entwickelt man einfach die einzelnen Schritte. Also es ist eigentlich kein Hexenwerk, es ist nur strukturiertes, planmäßiges Vorgehen. Kein Hexenwerk ist auch das Thema Website und so weiter. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, Online-Präsenz. Was sind denn so aus deiner Sicht die wichtigsten Erfolgsfaktoren für eine erfolgreiche Online-Präsenz? Und die Frage, die sich anschließt, was gehört denn alles zu einer Online-Präsenz dazu? Also das haben die Kollegen gerade schon sehr schön erklärt. Ich muss mir bei einer Online-Präsenz, die meisten denken, wenn wir über Online-Präsenz reden, an eine Webseite. Und da ist so die grundsätzliche Fragestellung, was soll denn diese Webseite machen? Und die Frage können wir in der Regel ganz wenige beantworten. Also was soll die denn tatsächlich, also welchen Beitrag leistet meine Webseite für meinen unternehmerischen Erfolg? Soll die mir Kunden bringen? Soll die mir Mitarbeitende bringen? Oder soll die beispielsweise Kunden vorqualifizieren? Also soll die dafür sorgen, dass mich nur noch die richtigen Kunden anrufen? Und eine Webseite allein ist noch keine Online-Präsenz, weil eine Webseite ins Netz zu stellen, das geht relativ schnell. Also da gibt es diverse Tools, die ist dann live und dann ist die halt da. Und Online-Präsenz heißt aber, dass ich Leute auf diese Webseite aufmerksam machen muss. Also ich muss quasi ein Netz drumherum spinnen, damit Leute den Weg auf die Webseite auch finden. Und das kann heißen Social Media, das kann heißen, ich kommuniziere meine Webseite über meine Fahrzeugbeschriftung, über meine Flyer, über einen Großplakat. Oder ich bin bei einem Hersteller und der verlinkt auf meine Webseite. Ich bin bei meinem Hersteller gelistet als Fach- oder Experte vor Ort, damit die Leute dann auf meiner Webseite quasi den Weg zu mir finden. Also ich muss quasi gucken, wo sind denn meine Kunden, wo informieren die sich, um die dann dort abzuholen und auf meine Webseite zu führen. Meine Webseite allein wird halt niemals erfolgreich sein können. Sie, dann lass uns doch mal darüber sprechen, wie ich jetzt meine Webseite und meine Social-Media-Kanäle gestalten soll. Was brauche ich da für Know-how? Was muss da drauf? Alles. Raus damit. Naja, da bin ich auch wieder bei der Frage nach der Zielsetzung. Was will ich erreichen? Möchte ich mit meinem Social-Media-Profil Traffic für meine Webseite generieren? Dann muss ich Inhalt kreieren, der permanent Leute dazu animiert, auf meine Webseite zu gehen. Möchte ich mit meinem Social-Media-Profil erreichen, dass mich Leute als attraktiver Arbeitgeber oder Arbeitgeberin wahrnehmen? Dann muss ich halt auf dem Social-Media-Profil permanent Sachen posten, die mein Team zeigen, meine Qualität zeigen, Referenzen zeigen. Also das kommt halt immer darauf an, was die Zielsetzung dahinter ist. Dann, welche Rolle spielt denn so generell Content-Marketing als Kundenmagnet? Was würdest du sagen? Naja, also es funktioniert auch einfach nur über Empfehlungen.
Das geht eine ganze Weile gut. Also Kundenaufträge oder Kunden zu gewinnen, funktioniert auch gut über Empfehlungsmarketing. Wenn ich einen guten Job mache, dann werde ich in der Regel weiter empfohlen. Oder ich bin in irgendeinem schicken Netzwerk und werde von Leuten aus diesem Netzwerk weiterempfohlen. Das funktioniert eine ganze Zeit lang gut, bis dann die Generation kommt, die halt nicht mehr auf Empfehlungen, die sich nicht mehr vernetzt, die sich nicht mehr austauscht und die den ersten Weg quasi online nimmt und dann bei Google nach einer Lösung sucht oder passende Mitarbeitende, die einfach keine Anzeigen mehr in irgendwelchen Zeitungen lesen, sondern die einfach online nach einem passenden Arbeitgeber suchen. Vielleicht nochmal, bevor wir über die Themen Personalisierung, Customer Experience sprechen, sind die nochmal ganz konkret, wie ich jetzt mit meinen hochwertigen Inhalten Kunden anlocken und begeistern kann. Das ist eine fiese Frage, weil ich sage, ich brauche nicht unbedingt immer nur hochwertige Inhalte. Also ich brauche keine High-Fancy-Agentur, die mir für 5.000 Euro 3 Videos baut. Sondern wenn ich Marketing verstanden habe und verstanden habe, welche Fragestellungen meine Kunden beispielsweise haben und wenn ich die Kanäle und Algorithmen beispielsweise auch verstanden habe, dann kann ich auch mit relativ schmalem Budget und kleinem Aufwand Inhalte produzieren, die zu Interaktivität führen, die mir Reichweite bringen und die Leute für mein Business gewinnen und meine Sichtbarkeit erhöhen. Also es muss nicht immer high fancy und ganz hochwertig sein. Falls es Fragen zwischendurch gibt oder so oder generell an Cindy, einfach Arm hoch, dann komme ich runter. Jetzt habe ich es gerade schon angesprochen. Personalisierung, Customer Experience. Was bedeutet das? Wie wichtig ist das und wie gehe ich das an? Na, Customer Experience oder Customer Journey bedeutet ja im Prinzip das Erlebnis, was der Kunde mit mir und meinem Business hat. Und wir wissen alle, es braucht heute mehrere Schritte und mehrere Berührungspunkte, bis sich jemand für einen Dienstleister oder einen Handwerker oder ein Unternehmen oder ein Produkt entscheidet. Und da geht es einfach zu gucken, an welchen Stellen habe ich denn Berührungspunkte und wie sehen die aus? Also, klassisches Beispiel, Fahrzeugbeschriftung. Ich fahre auf eine Baustelle und das Ding sieht aus wie Arsch. Es ist dreckig und es steht irgendwo mitten im Weg. Customer Experience. Oder mein Team kommt halt mit verdreckten Klamotten auf die Baustelle, latscht halt irgendwo durch. Customer Experience, nicht so cool. Also das sind alles so die Dinge, auf die man achten kann, um einfach erfolgreich zu sein. Und wenn man sich mal überlegt, die Webseite, wie einfach ist es denn für mich als Kunde, die richtige Information zu finden? Also ich habe jetzt ein massives Problem, weil irgendwas nicht funktioniert, gehe auf die Webseite und muss mich erstmal durch 10 Menüpunkte angeln, um irgendwo Kontaktinformationen zu finden. Dann habe ich schon keine Lust mehr. Also das sind so die Sachen, dass ich quasi jeden Touchpoint oder jeden Berührungspunkt untersuche. Hat der Kunde, der potenzielle Kunde oder der potenzielle Mitarbeiter dort eine schöne Erfahrung und nimmt er mich quasi als Experte oder als kompetent wahr? Du hast eben gesagt, das war eben eine fiese Frage. Ich habe noch eine andere fiese Frage, die ist noch besser. Wie schaffe ich es denn jetzt als Handwerker beispielsweise ein einzigartiges digitales Kundenerlebnis zu schaffen, das meine Kunden dann auch langfristig bindet? Same. Nächste Frage. Ja. Nee, es ist im Endeffekt das Gleiche. Also ich muss halt mir überlegen, wonach suchen, was habe ich denn für Zielkunden? Was erwarten die denn? Und warum sind die beispielsweise in Social Media unterwegs? Das ist immer ganz lustig, wenn ich die Frage stelle, warum nutzt ihr denn Social Media? Also warum seid ihr da unterwegs? Ihr seid ja nicht da unterwegs, weil ihr sehen wollt, was irgendein Handwerksbetrieb tut, sondern ihr seid da, weil ihr euch unterhalten wollt, weil ihr irgendeine Problemlösung sucht, weil ihr euch inspirieren lassen wollt, weil ihr euch mit anderen Leuten vernetzen wollt. Und das zu verstehen und darauf dann die passenden Inhalte zu liefern, also vielleicht sogar unterhaltsame Inhalte einfach zu liefern, die einfach Spaß machen, so entsteht eine schöne digitale User Experience.
Jetzt habe ich noch, als dass wir mal ein bisschen über Zahlen sprechen, noch sind die, welche Rolle spielen denn bei dem, was wir eben besprochen haben, so Kennzahlen und Erfolgsmessung, dass ich das nicht jetzt auf Dauer ins Blaue reinmache. Wie misst und bewertet man so die eigenen Anstrengungen beim Thema Neukundengewinnung, Markenstrategie und Positionierung? Also wie bewertet, also wie misst man das und wie kann ich das dann optimieren? So vielleicht als kleinen Abschluss. Na, ich brauche halt mindestens 10.000 Follower bei Insta und ich brauche mindestens 1.000 Besucher auf meiner Webseite. Das denken viele. Na, das sind halt die sogenannten Unkraut- oder Vanity-Metrics, die halt nichts aussagen. Also was sagt mir das denn aus, wenn jemand 10.000 Follower auf einem Profil hat? Gar nichts. Ich gebe $800 aus und habe meine 10.000 Follower. Also es sagt mir halt nichts über den Erfolg. Und da ist wieder die Frage, was möchte ich denn mit meinem Profil erreichen? Ist vielleicht eine Interaktionsrate relevanter? Also wie viele Leute teilen denn meine Sachen? Wie viele Leute kommentieren denn? Und wie viele Leute kommen denn vielleicht auf meine Webseite? Und wie viele Leute von denen, die auf der Webseite landen, nehmen dann vielleicht mit mir auch Kontakt auf? Das sind dann die Kennzahlen, die ich mir anschauen muss. Also es gibt unheimlich viele Zahlen, die man auswerten kann und die man sich anschaut. Man darf sich halt nicht von so diesen Unkrautzahlen ablenken lassen. Wenn wir, das Thema ist ja Kunden digital gewinnen und halten. Wenn ich das nicht schaffe, ist es dann existenzgefährdend? Ist genau das der Kern, worum es geht? Wenn ich digital nicht sichtbar bin, ja, aus meiner Sicht schon. Weil das ist die Zukunft. Also wir können nicht digital. Aber schon mehrmals gehört, das ist ein schöner Satz. Gibt es Fragen an Cindy an der Stelle? Ja, sehr gerne, da komme ich mal runter mit dem Mikro. So, hallo. Gerne mal den Namen sagen und woher du kommst. Mein Name ist Jürgen Philipp, ich bin hier aus Erlangen. Wir haben jetzt das Thema hier von Ihnen gehört mit dem Thema Kundengewinnen. Es ging jetzt sehr auf die Kundengewinnungsseite. Jetzt bin ich auch ein Handwerker. Wir haben die Thematik, dass wir einen riesengroßen Kundenstamm haben und mein Thema ist eher, den zu halten. Und im Grunde da die Frage, wie können wir diese digitalen Themen auch im Grunde für unsere Stammkunden, die ja eigentlich unser Potenzial sind, einsetzen, damit wir nicht immer den wenigen neuen Kunden hinterherrennen und die guten alten eigentlich liegen lassen. Boah, vielen Dank für diesen Impuls, weil das ist genau das, was ich auch immer sage. Es ist immer viel einfacher oder weniger aufwendig, Kunden zu halten, als neue Kunden zu gewinnen. Und da helfen digitale Tools auf jeden Fall auch. Also ich kann mir halt überlegen, beispielsweise Wartungsthemen, Wartungstermine oder Anlässe finden, an denen es sinnvoll ist, mit meinem Kunden in Kontakt zu treten. Und dann beispielsweise per E-Mail oder per Postkarte oder was auch immer relevant für die Zielgruppe ist, diese Punkte zu gestalten. Also wenn ich mir überlege, ich baue jetzt ein Gerät ein und weiß, okay, nach einem Jahr sollte da mal jemand draufschauen, dann stelle ich halt ein, okay, Kunde, Gerät wurde an dem und dem Tag eingebaut, bitte schicke eine Erinnerung in einem Jahr raus, dass der mal wieder mit mir Kontakt aufnimmt oder schicke ihm einen Terminvorschlag. Das kann ich halt alles digitalisieren. Und ich muss mir halt überlegen, wann macht es denn Sinn? Also gibt es vielleicht irgendeine rechtliche Neuerung oder gibt es halt irgendeine neue Technologie, über die ich quasi Bestandskunden informieren möchte, damit sie wieder mit mir Kontakt aufnehmen? Also es ist gar nicht so schwer und wie gesagt, digitale Tools können da ganz viel automatisiert leisten. Ich brauche halt Voraussetzungen, ich brauche halt eine gute Kundendatenbank, also ein ordentlich gepflegtes CRM. Und ich sehe schon, das ist nicht bei allen gegeben. Aber das ist so der erste Punkt, dass ich halt eine Datenbasis brauche, auf die ich entsprechend aufbauen kann. Ist die Frage erstmal beantwortet für den Moment? Gibt es so weitere Fragen von Ihnen, von euch? Dann sage ich, liebe Cindy, ganz herzlichen Dank. Kunden digital gewinnen und halten. So werden Sie zum Platzhirsch, Cindy Maaßer. Gründerin, Marketing-Komplizen, Cindy. Schöne Mittagspause jetzt. Oh ja, vielen Apropos, Dank. Wir machen auch nur eine ganz kurze Pause, dann geht es bei uns weiter mit dem Thema Nachhaltigkeit im Handwerk und Kreislaufwirtschaft. 5 Minuten Pause, Musik und dann geht's weiter. Und vielen Dank, dass Sie so zahlreich da waren. Dankeschön.